Noch geht die Nähmaschine nicht. Ich glaube, Joshua hat uns. Geht bestimmt gleich. Ich freue mich. Hast du da auch Nebelwasser reingefüllt? Nee, habe ich nicht. Mach ich nochmal schnell. Was? Ich bin bei den dümmsten Menschen der Welt. Sag mal, was ist das hier eigentlich? Warum hast du denn nichts in dieser Werbung gesagt gerade? Was ist denn, was ist... Weil du mich so dumm... Ah, Mann. Weil du mich dumm dastehen lassen möchtest, kann das sein? Ich fülle mal Nebelwasser rein jetzt. Scheiße. Was ist das hier eigentlich für ein Saftladen, wenn ich mal... Eduard? Ja. Du kannst mich auch Eduard nennen. Eduard, wo wohnst du eigentlich jetzt eigentlich gerade? Auf dem Mars, auf dem Mond, überall Eduard wohnt. Kleiner Scherz, sag ich immer bei der Frage. Ach so. Genaue Wohnort kann ich dir leider nicht sagen, Freundchen. Ach so, schade. Ich dachte, ich könnte vielleicht... Weißt du warum? Weil ich Feinde hab. Wer ist denn er? Hast du einen Erzfeind eigentlich? Ja, Lauchboy. Mein Sohn. Hab ich schon kennengelernt. Nee, hast du wirklich jetzt einen Fernseher, du Doktor, weiß ich nicht, Superman hat ja irgendwie auch. Nilsoff zum Beispiel. Nilsoff? Ja. Wie heißt der? Wer ist Nilsoff? Wer ist Nilsoff? Wie soll ich das? Wer ist Nilsoff? Das ist halt so ein Schurke. Was macht der? Schurkensachen? Schurkensachen. Schurkensachen. Nilsoff. Der hat da einmal hier diese anderen zwei. Aber jetzt mal ernsthaft. Kann irgendjemand irgendwie gegen dich überhaupt ankommen? Nein. In was? In Kämpfen? Du hast ja schon an mehreren Wettbewerben teilgenommen und immer gewonnen. Immer gewonnen hat er. Und meinst du? Kannst du mal gerade aufstellen? Ja, ich stelle ihn. Meinst du, du könntest auch, wenn jetzt Karate Kid, hast du den gesehen? Ja. Wenn Mr. Miyagi. Gestern Abend. Mr. Miyagi jetzt... Warte mal ganz kurz. Hallo? Ach. Wieder nix. Hallo? Psst. Aha. Nee, ich höre nichts. Ja. Hallo? Hallo? Hallo! Hi! Hi, wer spricht denn da? Hier ist der Tobi. Tobi aus... Ringelstein. Ringelstein, ja. Tobi! Ja? Wie geht es dir, Tobi? Jo, ganz gut. Weißt du, was ich mir am meisten wünsche? Was wünschst du dir am meisten, Tobi? Noch mehr Wünsche. Nee, das machen wir nicht sowas. Noch mehr Wünsche darf man sich nicht wünschen. Ich wünschte, habe mir Nebel gewünscht. Und Nebel it is. Weiter. Ganz geil, oder? Reicht? Okay. Wenn du Nebel willst... Habt ihr hier nicht so Rauchmelder? Ach, shit, ja. Kommt gleich die Feuerwehr. Den gebe ich. Mit denen sich... Naja, hast du dich schon mal mit einem Feuerwehrmann geprügelt? Ja. Mehrmals. Und? Feuerwehrmänner, ne? Die trauen sich nicht zuzuschlagen. Weißt du, warum? Weil sie danach verarzten müssen. Der ist so. Dein Freund und Helfer, die Feuerwehr? Ja, okay. Kennst du? Kenn ich. Die Typen, wo Polizei draufsteht? Polizei ist nicht Feuerwehr. Das ist nicht Feuerwehr. Das ist nicht das Gleiche. Die kriegen auf jeden Fall auch nichts gebacken. Ist nicht das Gleiche, Herr Laser. Ja. Polizei, Feuerwehr ist nicht das Gleiche. Ich hab gesagt, du kannst mich Eduard nennen. Weißt du, meine ich meinen Namen? Nenn mich, ja. Lauchkopf. Wieso heißt dein Sohn? Hat er auch einen richtigen Namen oder heißt er wirklich Lauchboy? Wie weit hat er einen richtigen Namen? Lauchboy ist ein Lauchboy Laser oder was?
Als ob der meinen Nachnamen kriegt. Du bist ein Guter. Hast deine Frau deinen Nachnamen? Nein. Weiß ich nicht. Ist das eine Frau? Keine Ahnung. Bist du verheiratet? Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht mehr. Okay. Hab die seit der Gründung nicht mehr gesehen. War das eine Lache? Ein Versuch? Oh. Sag mal. Ach, schon wieder so ein Anrufer. Da sind jetzt aber zack, zack hier, ne? Jetzt geht's aber. Haben die Nummer endlich richtig? Ja, ne? Nummer. Ich nehme ab, ne? Ich nehme ab. Eduard. Hallo. Hallo. Na? Na? Wie geht's? Alles fit bei euch? Ja, Vasilios. Ja, ne? Vasilios, noch bist du Grieche? Ja, na klar. Oi. Hast du aber schon mitgekriegt, was da abgeht, ne? Ja klar, immer doch. Mhm. Kannst du dich nicht darum kümmern? Ja, Griechen, hier, grillen ohne Kohle, ne? Griechen? Grillen ohne Kohle? Ja, also ich erzähl mal, was mein Wunsch wäre. Also ich habe mir am Anfang so überlegt gehabt, Sie nach seinem Wunsch gefragt? Weltfrieden, naja, das ist so Mainstream. Was? Hä? Was ist das? Mainstream, Herr Laser. Hat er gerade gesagt, Weltfrieden ist Mainstream? Bin ich auch Mainstream oder was? Nee, natürlich. Also du bist nicht Mainstream. Du bist Elite. Okay, red weiter. Ja, also Weltfrieden, der Wunsch wäre so ein bisschen Mainstream. Und dann dachte ich, so eine Milliarde in Euro, Bar, ja, wäre ganz toll. Aber Geld, sobald man Geld hat, da möchte jeder Geld. Was von einem. Ich denke, da kann der Gunnar gut was davon erzählen, oder? Geld ist ganz wichtig im Leben. Geld ist eigentlich das Wichtigste. Ja, und dann dachte wichtiger ich als Liebe ein richtiger, als ein richtiger Wunsch, so was man wirklich möchte, die wahre Identität des Eduard Laser zu erfahren. Die wahre Identität. Was meint er damit? Ist er bescheuert? Sag mal, ihr Griechen, ne? Ich spreche extra langsam. Ihr geht's ja gerne langsam an, ne? Also erstmal Friede Mainstream. Dann 1 Milliarde ist nicht gut genug. Du bist Textbook-Grieche, ne? Textbuch. So, und dann wahre Identität. Ihr Griechen klaut Europa die... Ne, das sind wir. Wir klauen die Identität, den anderen. Das sind eher wir. Aber trotzdem, jetzt sag schnell was. Trotzdem. Ja, wer ist? Nee, du bloß nicht. Du hier, der Moderator. Ja, trotzdem sind die Griechen ja ein nettes Volk. Aber trotzdem vielleicht er uns Eduard Laser das Geld geben sollten, weil damit er damit Frieden macht. Vasilios, ist das der Name? Ich hab geraten. Ja, klar. Von wo rufst du an? Aus Speyer. Oder besser gesagt, aus einem Eimer, der mit 3 Kilo Kacke gefüllt ist. Na Gunnar, erkennst du mich? Ich lege es auf, Jonas. Nee, ich bin nicht Jonas. Achso, du bist der gleiche Achtungskerl. Aus Speyer? Ja, das weiß ich, okay. Ja, Speyer. Noch? Ja, das weiß ich, natürlich. Speyer? Ja. Fand ich ganz gut, die Geschichte mit der Kacke. Ja. Stimmt die? Kennt die der Herr Laser auch schon? Nee, hat er nicht gesehen. Ich guck diesen Scheiß nicht. Ja, sag mal, Speyer, ist das auf Kreta irgendwo oder in der Ecke da? Ich dachte, es wäre Jonas wieder, ne? Wer ist Jonas? Ach, auch so einer, der mich die ganze Zeit verarscht. Ich werde sehr oft verarscht. Das ist so ein bisschen dein Motto, ist so mein, ne? Ding. So, ist so dein Ding. Weißt du, was hilft? Weißt du, was hilft, wenn du verarscht wirst? Weißt du, was da hilft? Dann machst du mal ein schönes Tattoo. Dann machst du mal ein Tattoo auf dem Arm, ne? Und da verarscht dich nämlich keiner mehr. Ein Tattoo möchte ich ja schon. Das wäre dann hier. Wer redet denn mit dir, Vasilios? Halt jetzt mal die Backen, du Lappen! Entschuldigen Sie. Ich rede mit dem hier! Mit Babyface! Alles klar. Wenn ich du wäre, da würde ich mir einen Anker. Einen Anker würde ich mir, weil wir hier in Hamburg sind. Machst du ein Wahrzeichen aus Hamburg, nimmst einen Anker und machst dir einmal durchs Gesicht. Kran? Ein Kran. Ein Kran. 2 Kräne? Ein Baufahrzeug. Du willst dir ein Baufahrzeug tätowieren lassen? Nein, habe ich schon. Sind Baufahrzeuge nicht auch männlich? Sag mal, Vasilios. So ein Radlader oder ein Bagger? Oh, was ist da los, ey? Ja, aber Vasilios, hat hier einer die Null gewählt? Du nimmst dauernd ab. Ich verstehe das nicht. Ganz kurz.
Okay, rede. Wer, ich? Ja. Okay. Also ich möchte ja jetzt mal noch eine kleine, ja, wie soll ich sagen, eine Erwartung, die ich vor dem Stream hatte, vor der Sendung. Der Etienne, der hat ja leider Gottes den Geist aufgegeben. Ja, gestorben heute. Ja, naja. Also... Schade. Ja. Das ist ganz, ganz schlimm und ja, eigentlich freuen wir uns. Vasilios, weißt du, was traurig ist, Vasilios? Weißt du, was wirklich traurig ist? Wir lassen dich nur sprechen, weil du der Beste bist, der bislang angerufen hat. Und was sagt das über diese Scheißsendung aus? Ja, nicht früher, ciao. Laber. Ja, ich fand ihn auch nicht gut, Eduard. Ich fand ihn auch nicht gut. Weißt du, was du hier mal brauchst in der Sendung? Weißt du, was du hier mal brauchst? Eier. Du brauchst hier mal einen Typ, der mal anruft und mal ein bisschen was erzählt. Weißt du, einer, der mal was erlebt hat? Hast du nicht ein Telefon dabei? Das was ich mir wünsche, ist die Identität von Eduard Laser. Die Nummer kannst du... Weißt du was? Ich dachte, Lauchboy ist ein Depp. Aber was hier anruft, da ist er. Da könnte ja Lauchboy, der könnte Präsident werden. Der könnte er nicht. Natürlich nicht. Ne, ist ja klar. Aber was ist das? Das ist, aber weißt du was? Das ist interessant. Das ist Querschnitt. Das ist der Querschnitt vom Land. Manchmal frage ich mich, warum ich überhaupt den Arsch aufreiße und hier immer versuche, wieder den Frieden herzustellen. Wenn das der Dank ist, da rufen solche Leute an, ne? Vasilios, ne? Grieche. Ja, ruft hier an, deutsche Nummer. Unglaublich, ey. Sitzt wahrscheinlich hier, arbeitet hier, zahlt Steuern hier. Nein, wahrscheinlich nicht. Und so weiter. Und noch viel schlimmere Sachen macht er wahrscheinlich noch. Hat es keine Steuern? Hast du schon mal... Das ist, du stellst auch wirklich... Weißt du, an wen du mich erinnerst? Da gab es mal so einen Typ, der so... wo man auch anrufen konnte. Jetzt... Nein. Mal, doch. Nein. Ich bin besser als Domian. Wer? Domian. Na, wo... Ich rede von dieser, wo man immer gewinnen konnte. Mit dem Rätsel... Achso, ich dachte Domian. Mit den Rätselspielen. Hugo? Das ist doch. Mit den Rätselspielen. Jürgen? Neu live? Immer, was? Wo bin ich auf Planet der Affen gelandet, oder was? Was meint der? Was ist denn hier eigentlich los? Könnt ihr den weg... Könnt ihr den bitte wegmachen? Wir haben keine... Welche Sprache muss man mit dir sprechen? Da gab es diesen Sender und da konnte man anrufen. Und wenn du Glück hattest, ne? Wenn du Glück hattest, hast du die 36. Linie getroffen zum Zeitpunkt, wenn der Hotbutton geleuchtet hat. Und dann hast du eine Frage beantwortet, dann hast du Cash gewonnen. Das war mal ein Senderkonzept. Und was ist das hier? Wir rufen... Ja. Hallo? Hallo? Hi. Hallo? Manuel? Hallo? Ja? Na, wie geht's dir? Super gut, Gunnar. Und erstmal hallo an den Eduard Laser. Super, dass du da bist. Ey, ganz ehrlich, kannst du mal aufhören? Du bist... Manuel. Du bist ein... Manuel, hör mal auf, die Stimme zu verstellen, bitte. Ich verstelle echt nicht meine Stimme. Das ist meine ganz normale Stimme. Ich habe eine nicht so tolle Stimme wie andere Leute. Tut mir leid. Dann bitte... Aber ich bin froh, hier zu sein. Manuel... Ich nehme alles zurück, bitte verstell deine Stimme. Hallo, Eduard Laser, wie geht's denn so? Hey Manuel, was geht? Was gibt's? Das Thema ist heute, du hast einen Wunsch frei. Was würdest du dir wünschen? Ich habe eine Vorahnung. Ich muss hier raus. Hey, das ist ein super geiler Wunsch, weil ich finde so die Erde super toll und schön und deswegen würde ich mir aber wünschen, so ein Vogel zu sein, wie ein Adler oder so und überall mal hinzufliegen. Damit man auch echt mal so alle wunderschönen Orte sieht. Manuel, warum machst du es nicht wie ich und springst einfach? Ja, das habe ich schon probiert, aber dabei habe ich mir schon beide Beine gebrochen. Da war es nicht hoch genug. Verstehst du? Ja, Eduard Laser, kannst du mir da vielleicht mal helfen, ey? Kannst du mir mal ein paar Stunden geben? Ich kann dir ein paar Stunden geben. Ja, du wärst gern Vogel. So springen, weißt du?
Du wärst gern Vogel, sehe ich das richtig? Manuel, ein Vogel? Ist das dein Wunsch? Du wärst gern Vogel? Nein, also sowas wie Adler, so ein mächtiger ist ein Vogel. Vogel. Was weißt ist ein du, Adler? Wie du? Ein Pferd? Du ist ein Vogel. Vogel. Ist so ein Vogel. Hm? Nee, so ein König der Lüfte. Wie du, König der Menschen, nur für der Lüfte. Das war ja mal interessant. Nein, das war doch scheiße einfach nur. Ja, aber man muss auch jetzt mal nehmen, ernsthaft. Man das muss die Feste feiern, wie sie kommen, mein Freund. Du bist ein junger ernsthaft. Typ. Lass dir mal was erzählen. Als ich in deinem Alter war, weißt du, was ich da für Partys gefeiert habe? Wie alt sind Sie, Herr Laser? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich habe aufgehört zu zählen. Kannst du an deine eigene Geburt erinnern? Ja. Rausgeboxt. Ich habe nämlich gehört, dass manche Menschen, die sehr, sehr schlau sind, sich an seine eigene Geburt erinnern können. Wer hat denn so einen Scheiß erzählt? Hast du mal jemanden getroffen, der erzählt hat, er kann sich an seine Geburt erinnern? Ich habe tatsächlich mal jemanden getroffen. Ich habe mal jemanden getroffen, der es gesagt hat. Ja. Und was hat er gesagt? War ganz geil, Musik hat mir nicht so gut gefallen, aber die Leute waren nett. So ungefähr? Oder was hat er gesagt? Oh, es war sehr hell. Es war sehr hell und laut. Was hat er denn gesagt? Wie, der hat nur gesagt, ich kann mich erinnern, aber ich dachte nicht an was? Ich weiß nicht mehr. Hi. Hi. Hi, na? Paddy. Hildesheim. Ja, genau. Was ist dein Wunsch? Mein Wunsch wäre, genauso viel Power wie der Eduard Laser zu haben. Paddy, hast du so ein bisschen Probleme? Hast du Antriebslosigkeit? Nee. Vielleicht wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt, ihm dein Fitnessprogramm auf DVD zu verkaufen. Die DVDs, die du mitgebracht hast, die Fitnessprogramm. Ich muss erstmal übergucken, ob der überhaupt dafür geeignet ist. Okay. Darf ich vielleicht mal kurz fragen? Ja. Ist das okay, der Herr Moderator? Okay. Ich mach noch mal ein bisschen Nebel. So, kurz. Paddy. Ich mach noch kurz. So, beschreib dich mal ein bisschen. Ich? Ja, mich. Bin über 1,80 groß. Was soll ich großartig sagen, ne? Das ist bundesweit Standard, ne? Jo. So, was hast du noch? Wie viel wiegst du? Genug. Aha, also bist du fett oder was? Nein. Ah, schon ein bisschen, ne? Ja, so, ein bisschen. Pass mal auf, ne? Paddy. Du fängst jetzt mal an, dich mal in Form zu bringen. Okay? Jo. Du bringst dich jetzt mal in Form, ein bisschen Motivation an Tag legen. Nicht den ganzen Tag zu Hause auf der Couch rumgammeln und denken, ach ja, ist doch eh scheißegal. Soll mal rausgehen. So ein Körper formt sich nicht von alleine. Glaubst du, all die Menschen da draußen, die aussehen wie ich, meinst du, das kommt über Nacht? Gut, ich bin so geboren, aber andere müssen dafür hart arbeiten. Richtig. Ja. Also geh raus. Zusammen für die Freiheit. Worauf wartest du denn? Jo. Glaubst du, die Frauen, die klingeln bei dir an der Tür und sagen, oh, ich hab gehört, du bist ein bisschen dick, aber kein Problem, gemeinsam kriegen wir das hin? Richtig. Du musst was leisten. Jeder. Ja. Jeden Tag ein bisschen. Mhm. Mit dem Laser-Dojo. Zum Beispiel. Kannst du dir aber nicht leisten, weil du ein armer Student bist, stimmt's? Nee. Bald wieder Schüler. Was machst du denn? Im Moment nichts. Sag ich doch. Ja. Das ist das Gleiche. Ja. Sag mal, Paddy, was? Du hast einen Wunsch frei und du wünschst dir, Power zu haben, ne? Jo. Was denn genau? Laser-Power. Paddy, Laser-Power. Das ist, du kannst auch nicht zu Gott gehen und sagen, ich wünsche mir allmächtig zu sein. Kannst du das vielleicht mal konkretisieren? Willst du stark sein? Willst du so schön sein wie ich? So schön reicht schon. Schön reicht schon. Ja, dann mach, was ich dir gesagt habe. Guck dir mal den Jungen an. Stell dich mal an. Stell dich mal hier. Stell dich mal hin. So, zieh dich mal aus. Guck dir das mal an jetzt hier. Zeig mal hier deinen Bauch. Zeig jetzt mal deinen Bauch. Nein. Zeig deinen Bauch! Setz mich hier hin. Herzlich willkommen. Hast du das gehört? Nee.
Paddy. Da, ganz ehrlich, zwei Dinge. Ja? Erstens. Laser. Ein bisschen mehr Motivation an den Tag legen. Für alles. Jo. Zweitens. Schön. Zweitens. Nicht aufgeben. Sonst endest du mal so wie der und bist in irgendeiner Show und dann fragt dich einer, zeig mal den Bauch und muss ich jetzt meinen Bauch zeigen? Lieber nicht. Wenn du einen geilen Bauch hast, dann zeigst du den. Hast du aber nicht, genau wie der hier. Ja, ein bisschen was von Ja, es kommt jetzt auch vorbei jetzt. Ich hab gestern eine Nachricht bekommen über Twitter, ob man hier auch bei ernsten Gesprächen anrufen sollte. Und ich würde jetzt vielleicht doch davon abraten. Vielleicht nicht, wenn man ein ernstes Thema hat oder einen Wunsch, der vielleicht ein bisschen. Du Suppenkasper, jetzt hör mal zu. Ich glaube, das ist vielleicht doch nicht. Wie alt bist du, du Suppenkasper? Ich lasse euch alle an meiner Weisheit hier teilhaben. Ja? Ja? Das ist vielleicht die kostbarste Sendung, die du in deinem Leben machst. Also halt mal die Klappe und beantworte meine Frage. Wie alt bist du? Ich bin 29. 29. So, und wohin soll die Reise gehen? Erstmal bis 30, glaube ich. Oh, ne, ich denke mal nur von Spiel zu Spiel. Keine Pläne. Keine Ziele. Naja, wohin soll die Reise gehen? Geld, ein bisschen mehr vielleicht. Ich nehme vielleicht den Anrufer einfach an. Ah ja, Geld. Immer das schöne Geld, ne? Ja, Geld. Geld ist wichtig, sehr wichtig. Und was machst du dann? Hallo. Servus, Richboy Gunnar. Hi. Hey, Eduard Laser. Was ist da los? Was ist mir zu Ohren gekommen? Du hast im Internet meine Mutter beleidigt, oder was? Was ist denn das für ein Lappen? Levin. Wir treffen uns Hamburger Hafen, 12 Uhr. Du kommst alleine, 1 gegen 1, Mann gegen Mann. Mit dem Dialekt, das ist der schlechteste Assi, den ich je gehört habe. Der kommt aus Stuttgart. Aus Stuttgart. Hast dir in Hose geschissen, Dickerle. Mit so einem Dialekt, ne? Ja, ruft er aus Stuttgart an und will 12 Uhr in Hamburger Hafen sein. Wer meint der? Kann ich mich auch mit Jogi Löw kloppen? Was hast du gesagt? Wer glaubt der, wer ist? Eduard Laser, habe ich gesagt. So, Levin. Jetzt mal Spaß beiseite, ne? Okay. Du bist ja ein anständiger Typ, ne? Du hast einen Wunsch frei, ne? Was wünschst du dir? Sowas ähnliches wie Big Brother, bloß mit euch und 24/7 Live-Content. Naja. Kein schlechter Wunsch, kann man nicht sagen. Da muss ich erstmal drüber nachdenken. Ja, kein schlechter Wunsch. Das ist das erste Mal, dass hier jemand überhaupt was zu sagen hat, ne? Levin! Das ist kein schlechter Wunsch. Levin, das ist ein okayer Wunsch. Das ist ein ganz guter Wunsch, Levin, zum ersten natürlich, Mal. Natürlich, Männer. Man müsste jetzt so einen Einspieler haben, so, der beste Wunsch des Tages, mal ganz ehrlich, finde ich ganz bounce, gut. Bounce. Danke. Levin. Hey, Ding, willst du mir vielleicht noch so einen Taui abgeben? Aber Spaß, okay, der Witz ist alt. Ich habe den Witz nicht mal gehört. Okay, ja, vergiss einfach. Wie geht's euch sonst? Alles gut? Wie war euer Tag? Alles locker verlaufen? Alles gut, das war Levin, schon alles gut. Ey, sag mal, kommst du echt aus Stuttgart oder was? Ja, ja. Frankfurt zur Nähe. Naja. Wo kommst du denn her, gebürtig? Weiß man. Auch aus Frankfurt. Kleiner Ganove. Levin, du bist ja schon ein kleiner Gangster, oder? Kleiner Gangster. Hast schon mal jemand abgerippt? Ja, schon öfters natürlich. Wenn ich neues Handy oder neue Schuhe brauche, so oder so, gehe ich auf Straße drauf. Was sagst du dann so? Ja, so, ich sag gar nichts. Einer hebt fest, der andere nimmt seine Schuhe weg. Oder Handy, keine Ahnung. Aber woher weißt du denn, ob die Schuhe passen vorher? Nee, das wissen wir natürlich nicht. Die probieren wir gemütlich an. Der eine hebt seinen Mund zu. Die Schuhgröße, ne? Wenn die nicht passen, gehen wir natürlich zurück oder bringen die einen Kollegen mit, wem seine Schuhgröße der hat. Okay. Was ist so natürlich die Quote nicht von passenden Schuhen? Wie viele Leute musst du abrippen, bis da ein paar Schuhe für dich dabei ist? In der Fußgängerzone geht das recht schnell eigentlich, wenn man die kurz in Seitengarten abzieht, direkt, wenn die aus Intersport rauskommen. Aus Intersport. Also ihr klaut dann nein, direkt Mann, ich bin ganz anständiger junger Mann, was los? Ja, was los? Ich fand den Plan gar nicht schlecht, direkt am Intersport. Ja, das ist gar nicht schlecht. Ich habe meine Schuhe auch bei Intersport gekauft. Wie viel hast du denn? Wie bitte?
Kann ich deine Schuhe haben vielleicht? Kann ich ja, du kannst meine Schuhe in deiner Fresse haben. Ich kann mal gucken, ob mein Schuh ungefähr zwischen Ober- und Unterkiefer passt. Sollen wir das mal ausprobieren? Levin! Ihr redet mit mir, oder was? Nein, Levin, nein. Keiner redet mit dir. So, Glück gehabt, Glück gehabt. Ganz geil weggedrückt. Der Levin. Der Levin. Levin, IT-Check, ne? IT-Check war das bestimmt. Von Werder Bremen. Sehr guter Mensch. Ich schenke dir noch ein bisschen nach von diesem. Kann mal einer hier das scheiß Wasser. Blut wegwischen? Ja, du hast es ja gemacht eigentlich. Dann fängt auch langsam an zu riechen ein bisschen. Du könntest, ne? Es riecht tatsächlich ein bisschen. Es riecht nach Lappen. Es riecht echt ein bisschen. War auch ganz schön viel Blut, ne? Geht. Hast schon mehr Blut wahrscheinlich irgendwo. Ja. Was? Wir waren stehen geblieben bei dir, ne? Wir waren Ziele. Ziele bei mir, ja. Ich hab tatsächlich nicht so große Ziele im Moment im Leben. Ich würde einfach sagen, ich mach mal gucken so, was jetzt. Mal gucken, wo es hingeht. Einfach ein bisschen Fun haben. Naja, vielleicht irgendwann mal die Frau des Lebens treffen. Eine Weltreise wäre schön. Bisschen Geld, irgendwann ein eigenes Häuschen. Ja, tatsächlich denke ich genau. Deine Generation ist die schlimmste. Deine Generation ist die schlimmste. Weißt du, was deine Eltern und Großeltern durchgemacht haben, damit du hier sitzen kannst und jetzt hier irgendwie mit einer Nebelmaschine irgendwie dann. So, ich mach vielleicht noch mal ein bisschen Nebel. Einfach. Unfassbar. Um von der Situation abzulenken. Ganz gut mit der Nebelmaschine. Kann man ganz gut. Hallo! Moin! Wer ist denn da? Das der Alex. Welcher Alex? Ja, der Alex aus Hamburg. Der 34-Jährige. Richtig! Ja, genau. Ah, das ist doch der Alex. Das ist doch. Der sagt das doch. Oh, hi. Ja, nee, ich habe ja nichts gehört. Hey, Alex! Alex, du hast ja richtig gute Laune, ey. Was? Darf ich dir mal ganz kurz meinen Respekt aussprechen? Wem jetzt? Mir? Dem Herrn Laser. Alex, schieß los, ne? Ja, hör mal, Herr Laser. Meine tiefste Anerkennung und größten Respekt für den Einsatz für die Freiheit. Vielen Dank. Na, so viel macht er jetzt auch nicht, oder? Ups. Nein, das war... Ey, lass in Alex drin in der Leitung! Ja, Alex leider weg, ne? Schade. Ja. Nee, da ist er noch. Kann man nichts machen. Wie hast du das denn gemacht? Ich habe jedes Mal. Lasergeschwindigkeit, Alex! Wenn ich drauf. Alex! Ja? Bist du tätowiert, Alex? Nein, ich bin nicht tätowiert. Warum denn nicht? Aber wenn ich ein Tattoo hätte, wäre es ein Anker. Im Gesicht? Am Hals. Bis zum Gesicht? Ja. Okay. Alex? Ja? Wenn du einen Wunsch frei hättest, ne? Einen Wunsch! Und jetzt denk mal scharf nach, ne? Bislang. Der beste Wunsch kam von Levin, dem Gangster aus Stuttgart. Gangster aus Stuttgart. Dem Gangster aus Stuttgart, dem harten Kerl, der im Intersport Schuhgröße 43 klaut und sich ärgert. So, das ist der beste Wunsch. Kannst du das überbieten? Ja. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt. Dann tschüss. Ich wünsche mir als meinen Wunsch, dass der Erfolg von Rocket Beans nicht nur weiter besteht, sondern sich noch maximiert. Kennst du Rocket verdoppelt, Beans verdreifacht, verhundertfacht. Weißt du, was es ist? Raketenland, so ein... Raketenland heißt es, Rocket Beans. Beans heißt Land und Rakete heißt Rocket, ja. Sag ich doch, was hab ich gesagt? Raketenland hast du gesagt. Stimmt. Ja, Raketenland. Kennst du Raketenland? Oh Mann. Den größten Erfolg für euch. Alex, das ist ja nett. Sag mal, du bist 34, ne? Bist du Single? Ja. Warum? Ist so. Wärst du gerne nicht mehr Single? Nee, wär ich nicht. Du willst Single bleiben? Nein. Also du wärst gerne nicht Single? Richtig. Da, woran hapert's denn, Alex? Jetzt deine DVD vielleicht anbringen. das ist jetzt ein Thema, was ich hier nicht bereden möchte. Na gut. Aber du weißt, es gucken auch Zuschauer zu. Vielleicht ist da jemand dabei. Ja. Du merkst, ich hab's extra neutral gehalten, ne? Vielleicht machen wir, wenn wir noch mal das, vielleicht können wir so eine Dating-Sendung hier auch draus machen, dass wir irgendwie Zuschauer dann anrufen und dann diese Gegenpart auch anrufen können. Das klingt dann also richtig gut. Es ist deine zweite gute Idee nach der Scheiß-Sendung hier, oder was? Pass auf, erste Woche rufen nur Frauen an. Dürfen nur Frauen anrufen und zweite Woche nur Mädels. Nee, das ist dasselbe. Nur Kerle. Und
Also, aber auch lesbische und dürfen auch anrufen? Sag mal, gibt's dich auch in Mitteldumm? Das ist unglaublich. Kannst du dir das vorstellen, Alex? Ich sitze hier die ganze Zeit, seit einer Stunde sitze ich hier neben dem. Das fühlt sich an wie ein Monat auf Friedensmission. Ja, okay. Na gut, Alex, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Ich euch auch. Können wir vielleicht Werbung machen? Mach's weiter so. Können wir Werbung machen? Mach's gut, Alex, ne? Tschüss. Ich würde echt gern Werbung machen jetzt. Geht das, Regie? Können wir Werbung machen?